weil er ja der Meinung war, ja, das ist Lehrgeld. Im Grunde ist das fucking Bestechung, Junge. Ja, Leute, was geht? Und willkommen auf dem Rap Nation Kanal. Ja, und wie ihr im Titel schon gelesen habt, geht's heute darum, dass mich jemand so mal richtig durchnehmen wollte, weil ich ein Video hochgeladen habe und ich einen kleinen Fehler gemacht habe und mich die Person deswegen so richtig hardcore ficken wollte. Naja, passiert mir kein zweites Mal auf jeden Fall. Deswegen erzähle ich heute mal, wie es dazu gekommen ist und was schlussendlich dann auch passiert ist. Ja, es hat sich alles damals abgespielt, als ich meine EXC hatte. Das ist jetzt schon gut 2 Jahre her, schätze ich jetzt mal. Ich denke mal, es waren 2 Jahre ungefähr. Ja, ich hatte den Kumpel, mit dem war ich dann fahren dort. Der hat auch eine Vollcross, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Namen nennen soll, deswegen lasse ich es jetzt einfach mal. Und ja, wir sind dann da durch den Wald gefahren, wir sind durch die Wiesen geballert ein bisschen. So meines Wissens nach alles ordnungsgemäß natürlich. Und vielleicht diejenigen, die wir schon ein bisschen länger dabei sind, die haben das Video damals auch noch gesehen gehabt. Ja, und dann ist irgendwann mal, als wir dann so ein bisschen rumgefahren sind auf den Wiesen, durch den Wald ein bisschen, ist auf einmal so ein Traktorfahrer dahergekommen und hat uns übelst angemault, was es soll, warum wir hier rumfahren und was auch immer. Und damals war ich noch ein bisschen jünger und ja, keine Ahnung, hab mir das halt nicht so schlimm vorgestellt und hab halt alles aufgenommen, oh, wie er so gelauert hat, und haben uns halt drüber lustig gemacht über ihn. Ihr kennt ja sicher dann die Seite Pada Riders. Die machen ja alles nur so mit Angry Guys and Fails and Complication und sowas. Die haben mich dann darauf angeschrieben und haben gefragt, ob sie das Video verwenden können. Dann habe ich gesagt, ja klar, easy. Könnt ihr machen, weil ich mir gedacht habe, voll witzig. So eine Riesenseite will ein Video von mir re-uploaden. Und dachte mir, ist ja nichts Schlimmes dabei, deswegen machen wir das doch gerne. Und die haben sich dann das Video runtergeladen. Und ja, dass es natürlich viel mehr Aufrufe bekommt als bei meiner Anzahl von Abonnenten, war ja natürlich logisch. Die haben auch damals das Video von mir gleich am Anfang reingepackt. Das Video hatte am ersten Tag über 100.000 100.000 Aufrufe jetzt da. Und ist nach brachial abgegangen. Also das war für den ihre Verhältnisse nicht normal. Da waren die noch ein bisschen klein, ich glaube, da hatten die um die 40.000 Abonnenten. Ja, das ist richtig viral gegangen und das hat dann der Nachbar von dem Landwirt mitbekommen und hat ihm das dann halt auch gesteckt. Ja, du, hey, bist nicht du das auf dem Video? Und ich habe alles eigentlich so gut wie es geht. Damals wusste ich nicht, wie man zensiert. Dann habe ich das nachträglich bei YouTube zensieren lassen. Das ist halt übelstes Gefickel gewesen. Das ist richtig schlecht gemacht. Ja, da sieht man so eine halbe Sekunde lang, sieht man sein Gesicht. Ich habe so gut wie es geht, habe ich alles zensiert. Aber man sieht für eine halbe fucking Sekunde, sieht man sein Gesicht. Und ja, und das wollte er mich halt so, da wollte er mich halt richtig, richtig zerstören mit dem. Ja, und der ist durch die Paddle Riders auf das Video gekommen, nicht über meinen kleinen Kanal natürlich. Und meinte halt, ich mache hier so riesen Aufrufe mit dem Video, obwohl das ja gar nicht mein Kanal war. Und der hat es dann auch runtergeladen und hat mich am Telefon angemault, was, Alter, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich war so richtig klein mit Hut damals, weil ich mir gedacht habe, so, ich bin jetzt richtig am Arsch. Und ja, und der hat auch nicht mit sich reden lassen und meinte, dass ich, ja, dass er sich jetzt einen Anwalt holen wird und dass ich das jetzt, dass ich richtig Strafe zahlen werde. Ja, er hat darauf bestanden, dass das Video, dass ich das runternehme. Und hat dann, er hat es auf jeden Fall nicht mit sich reden lassen. Er wollte mich unbedingt halt dran kriegen. Und dann habe ich mich halt dann selber schlau gemacht nach dem Telefonat. Ja, was denn für Konsequenzen auf mich zukommen könnten. Und dann habe ich halt rausgefunden, dass wenn jemand auf dem Video zu sehen ist und die Person möchte das nicht, dann muss er natürlich zum Inhaber des Videos, also ich zum Beispiel, müsste da zu mir herkommen und sagen, yo, ich bin da auf dem Video zu sehen und ich mag das nicht, mir gefällt es nicht, wie ich da dargestellt werde, mach das bitte runter. Und falls ich dann sage, ja nö, kein Bock, ich lasse es oben, dann kann er mich anzeigen, dann kann er mir hier irgendwas reindrücken, aber solange kann er nichts machen. Und dann habe ich einfach abgewartet und irgendwann hat er sich dann wieder gemeldet gehabt
als er sich dann ja erkundigt gehabt hat und hat auf einmal Einsicht gezeigt und so, ja, wir können uns ja mal treffen und wir können ja miteinander, ja, wir können ja da mal miteinander reden, wie das jetzt gelaufen ist und was auch immer alles. Da habe ich schon gemerkt, dass er, dann ist er halt drauf gekommen, dass er mir doch nicht so eins reinwürgen kann. Und auf einmal hat er sich einsichtig gezeigt und hat gesagt, ja, wir können uns ja mal zusammenhocken und miteinander reden. Ja, dann bin ich zu ihm hingegangen mit meinem Kollege, mit dem das Video entstanden ist. Und der hatte irgendwie den Hass auch voll auf meinen Kollegen und ja, der ist allgemein ein bisschen crazy drauf gewesen. Und hat auf einmal dann gesagt gehabt, ja, es ist blöd gelaufen, aber so einfach lassen wir euch dann doch nicht davon. Und hat dann von uns verlangt, dass wir jeweils 3 Kisten Bier kaufen. Also 6 Kisten Bier insgesamt. Wo eine Kiste, glaube ich, 20 Euro kostet. Das ist irgend so ein fucking spezielles Bier gewesen. Ja, leck mich am Arsch. Ich wusste nicht, dass Bier so scheiß teuer sein kann. Ey, dann habe ich 60 Euro gezahlt und mein Kumpel hat 60 Euro gezahlt. Irgendwie sowas war das. Und wir mussten einfach fucking 60 Euro jeweils zahlen, weil er der Meinung war, ja, das ist Lehrgeld. Im Grunde ist das fucking Bestechung, Junge. Aber ja, gut. Ich dachte mir in dem Alter, ja, hast du Scheiß drauf. Da hatte ich echt Angst. Und hab mir halt auch dann was sagen lassen oder mich unterkriegen lassen. Und ja, so musste ich dann einfach mal 60 Euro zahlen für Bestechungsgeld sozusagen. Dass mir der nichts tut, obwohl er eh eigentlich nichts machen hätte können. So richtig dumm. Aber richtig dumm auch von mir, weil ich halt einfach so einen fucking kleinen Fehler gemacht habe und ihn eine halbe Sekunde lang gezeigt habe. Und das nicht mal auf meinem Kanal. Der hat das rausgefunden über den Pader Riders Kanal. Ja, aber das war wenigstens mega korrekt von den Pader Riders. Die haben das dann auch runtergenommen, das Video. Was er eigentlich gar nicht hätte machen müssen. Die hätten eigentlich nur den vordersten Teil cutten müssen und das restliche Video trotzdem hochladen. Oder weiter oben lassen. Es wäre alles gegangen, aber haben sie nicht gemacht. Schade drum, tut mir auch mega leid für die. Und ja, und so bin ich haarscharf an einer Anzeige und Geldstrafe entflohen. Keine Ahnung, wie ich das sonst nennen soll. Ja, so wurde ich wohl oder übel knapp von einer Anzeige befreit. Das war meine Geschichte zu dem Vorfall. Ich hoffe, ich habe das irgendwie einigermaßen erklärt. Ich habe schon ewig lang kein Vlog mehr aufgenommen, deswegen, Leute, frag mich. Ich hoffe, ich habe das irgendwie einigermaßen erklärt. Ja, ich gehe jetzt auf jeden Fall mal tanken und dann sieht man sich in dem Video danach wieder. Das kommt. Ja, das war meine Geschichte dazu. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten mit der Story. Falls ihr weitere Stories irgendwie von mir sehen wollt, keine Ahnung, dann schreibt mir das vielleicht. Ich werde sicher noch ein paar Geschichten auf Lager haben. Ich muss mir die nur überlegen. Mir ist das nur heute irgendwie gekommen und dachte ich mir so, hey geil, darüber kann ich ja mal labern. Deswegen dachte ich mir, ich schmeiß mich jetzt aufs Bike bei dem geilen Wetter und fahre eine Runde. Genau. Und dann sage ich eigentlich nur noch danke fürs Zuschauen, Leute. Man sieht sich hoffentlich spätestens im nächsten Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.